Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehöre zu den Abgeordneten, die heute ja auch schon zu Wort gekommen sind, die mittlerweile über Jahre immer wieder gesagt haben, wir können dieses Gesetz noch nicht abschließen. Da sind noch Fragen offen, da gibt es noch Risiken, die geklärt werden müssen. Wir müssen dem noch nachgehen, wir können das so nicht beschließen. Und so haben wir, auch das ist angesprochen, mittlerweile über Jahre und intensiv gerade auch in dieser Legislaturperiode gerungen, gekämpft und es gelungen, ein immer höheres Schutzniveau einzuziehen. Es ist gelungen, immer neue Verschärfungen zu normieren und es ist jetzt gelungen, ein Gesetzespaket vorzulegen, von dem ich sage, das ist kein Fracking-Gesetz, es ist ein Wasserschutzgesetz. Es ist ein Gesetz, mit dem die absolute Priorität von Trinkwasserschutz und Gesundheitsvorsorge durchgesetzt wird. Und deshalb kann ich sagen, ich stimme dem aus voller Überzeugung zu. Und ich will heute noch mal zurückkommen zu dem Ausgangspunkt unserer Debatte. Und das ist ja zumindest eine gemeinsame Einschätzung, nämlich dass die jetzige Rechtslage nicht in Ordnung ist. Die jetzige Rechtslage, die sieht vor, dass wenn ein Antrag gestellt würde und der auf Grundlage dieser Regelungen beschieden würde, dann könnte gefrackt werden. Und das ändern wir heute. Bis heute gilt ein weitgehend unregulierter Zustand. Wer fracken wollte, könnte das machen ohne UVP, ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, ohne Hürden. Das ändern wir heute mit diesem Gesetzgebungspaket und deshalb ist es ein richtig guter Schritt nach vorne. Und dann war doch einer der ersten Schritte in diesem Prozess gewesen, dass das Umweltbundesamt ein Gutachten in Auftrag gegeben hat. Und in diesem Gutachten hatten die Gutachter darauf hingewiesen, ja, es ist unreguliert und hatten gesagt, ja, wir müssen was machen und hatten Vorschläge gemacht für Umweltverträglichkeitsprüfung, Öffentlichkeitsanhörung, teilweise Verbote und so weiter. All das, was damals vorgeschlagen wurde, machen wir, so wie insgesamt der Grundsatz gilt, es wird mit dem, was wir heute beschließen, nichts erlaubt, was verboten ist. Es werden nur Dinge verboten, die bislang erlaubt sind. Aber das Entscheidende für mich ist, wir machen viel mehr als das, was damals die Gutachter des Umweltbundesamtes vorgeschlagen haben. Wir sind einen Quantensprung weiter und haben eine viel bessere Regelung für Trinkwasserschutz und Gesundheitsvorsorge. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen, das in meiner Region am Bodensee besonders für Diskussionen gesorgt hat, aber vergleichbar in fast allen Regionen in Deutschland. Da war ursprünglich nur drin die Empfehlung des Umweltbundesamtes, verbietet Fracking in Trinkwasserschutzgebieten, in Wasserschutzgebieten. Und dann stellten wir fest, dass bei uns wie an anderen Seen eben nur eine Minderheit der Gebiete selbst an Trinkwasserseen Wasserschutzgebieten sind. Deshalb haben wir gesagt, das reicht nicht, da bleiben Fragen offen, da sind Risiken ungeklärt. Wir brauchen ein umfassendes Verbot von allen Trinkwasserseen, von allen Talsperren, übrigens auch bei den Brauereien, bei den Brunnen und dort nicht nur in dem engeren Bereich, sondern im weiten Einzugsbereich. Und das war nun mittlerweile schon vor einem Jahr und länger der erste politische Schritt, dass man sich darauf einigen konnte, ja, es kommt dieser Schutz, wir nehmen das in die Gesetzesvorlage auf, unbedingt, unbefristet, für jegliche Art von Fracking, das gibt es nicht, Trinkwasser hat Vorrang, das war der erste Schritt und schon dort ein Fortschritt gewesen. Und dann haben wir aber gesagt, auch damit ist diese Gesetzesberatung nicht beendet, sondern wir müssen noch weiter gehen, weil diese Fragen sich eben nicht nur dort stellen, wo Trinkwasser gewonnen wird, wo in Brauereien und Brunnen und sonstigen Wasserentnahmestellen es ganz sensible Gebiete sind, sondern diese Fragen stellen sich auch überall anders und werden auch dort diskutiert. Wir müssen auch dort eine Antwort geben und deshalb finde ich schon, dass es doch anerkennenswert ist, dass wir in dieser Woche die Einigung erzielt haben und ich finde, es ist ein Durchbruch. Mit der ganz klaren Botschaft, unkonventionelles Fracking wird verboten in ganz Deutschland, unbedingt und unbefristet. Eine ganz klare Botschaft, Trinkwasser hat Vorrang, wir schließen diese Risiken aus und ich freue mich, dass es so gelungen ist.
Und damit auch hier nochmal zurück zu den Debatten der letzten Jahre, erreichen wir das, was uns zu Ende der letzten Legislaturperiode dazu geführt hat. Wir nehmen dieses Gesetz jetzt nochmal von der Tagesordnung. Wir nehmen uns die Zeit zur ausführlichen Beratung. Wir als Union haben dann in unser Wahlprogramm reingeschrieben, Trinkwasser, Gesundheitsvorsorge haben für uns absolute Priorität. Wir haben dann gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD, Matthias Mirsch, Frank Schwabe, Ute Vogt, andere, die heute da sind, in den Koalitionsverhandlungen gerungen und haben uns genau auf diese Grundsätze und auf solche Formulierungen, die nicht nur wir in unseren Fraktionen, sondern auch andere Fraktionen in diesem Hause hier vertreten, geeinigt, haben sie in unserer Koalitionsvereinbarung niedergelegt. Auf der Grundlage sind die Gesetzesberatungen gemacht worden. Wir haben immer wieder den Finger in die Wunde gelegt, haben immer wieder Verbesserungen angemahnt und die haben wir jetzt erreicht, sodass ich sage, das, was wir in unserem Programm hatten, das, was wir im Koalitionsvertrag niedergelegt haben, das setzen wir jetzt um. Wir setzen Trinkwasserschutz durch, wir setzen Gesundheitsvorsorge durch und wir beschließen damit heute dieses Wasserschutzgesetz. Ich werde dem zustimmen, meine Fraktion wird dem zustimmen und ich finde es ein wichtiger Fortschritt in unserem Eintreten für Wasserschutz, für die Qualität in Deutschland. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Andreas Jung. Nächster Redner, Bernd Westphal für die SPD.